Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Ark Mottessen. Warum ist er jetzt geflogen? Achso. Ja. Damit willkommen zu einer neuen Folge Mottessen in Ark. Und wir sind mal wieder dabei mit dem coolen Monster Hunter Mod hier. Der hat sich nämlich schon wieder geupdatet. Ist da schon einige Zeit. Wie hat er gerade seinen Hals verdreht? Naja. Hat sich auf jeden Fall schon wieder geupdatet. Ist schon einige Zeit her, aber ja. Es sind drei neue Monster erschienen, die noch nicht. Zwei davon sind noch nicht so übelst ausgeprägt und da hinten. Achso, egal. Das ist einmal hier der Kurpeko. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kurpeko oder so heißt der. Ist so ein komischer Vogel im Monster Hunter. Den sollten ein paar Monster Hunter Spieler kennen. Also ich kenne ihn auf jeden Fall. Der. Also ich werde natürlich wieder die Attacken von denen zeigen. Erstmal, das hier ist sein normales Gehen, ziemlich langsam. Dann gibt es hier noch sein Rennen, das sieht ziemlich dumm aus. So rennt er aber auch im Spiel auf dich zu, wenn er dich angreift zum Beispiel. Sieht ein bisschen komisch aus. Dann kann er noch fliegen. Ja, seine Fluganimationen, ja, sind halt hauptsächlich nur die Flügel. Aber ja, die Angriffanimation in der Luft sieht halt, ja, er kann in der Luft nicht angreifen. Und, was sehe ich denn da? Eine Qualle. Die sind ja auch neu hier zugekommen. Stimmt. Warum ist die so weit oben? Kann ich mit dem unter Wasser fliegen? Nein. Jetzt habe ich aus dem Spiel rausgeklickt, fast. Hallo, ich will auf dich drauf. Ach. Blöder Beko. Kannst du mal auch rauskommen irgendwie? Nicht? Okay. Dann schwimme ich nochmal zum Ufer und zwar mir einen neuen. Also, was dieser Kurpeko eigentlich kann. Obwohl, warte, bevor ich euch das erzähle, will ich euch noch was sagen. Und zwar, es kam jetzt ziemlich lang keine Gaming-Videos von uns mehr, sondern nur noch Real-Life-Videos. So, also, ziemlich lang, finde ich, weil unser Fraps irgendwie eine Zeit lang rumgespackt hat oder so. Ja, das haben wir auf jeden Fall jetzt behoben und jetzt geht das alles wieder. Jetzt können wieder ein paar Videos kommen. Das heißt, das ist jetzt nicht up-to-date, also das dahin seht ihr noch meinen anderen Fliegen. Also das Update ist schon vor ein paar Wochen oder so rausgekommen, schon vor etwas längerer Zeit. Aber ja, der Kurpeko kann zu einem Mal diese Attacke, das ist einfach ganz normal, Rechtsklick beißen. Dann, so Leute, jetzt haben wir Playzone die aus und jetzt kann ich mal hier an den hier zeigen. Oh, nein, 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 scheiße, ich habe irgendwas geöffnet in, nein, ah. Kann er einmal auch diese Attacke hier, Leute? Ich klicke da und Außenbild. Da macht er so Explosionen und setzt damit die Gegner in Feuer. Und. Ja, wartet, ich muss kurz mal was machen. So, Leute, und da bin ich wieder. Ark ist gerade irgendwie abgekackt. Ist ein bisschen scheiße gewesen. Aber. Zurück zum Kurpeko. Ich hoffe immer noch, ich spreche über Kurpeko. Ich habe euch gerade gezeigt, dass der einmal diese Attacke kann. Dann kann er diese Attacke noch. Die ist eigentlich ziemlich cool. Und dann kann er noch dieses, warte, das muss ich so zeigen. Natürlich kann auch dieses hübsche Zeug hier, seinen coolen Megatanz. Den kann er auch in Monster Hunters, aber ich weiß nicht, was er da in Monster Hunters bringt, ob er da das gleiche bringt wie hier. Weil hier bringt er nämlich einen Effekt. Und zwar seht ihr da oben für 474 irgendwas. Haben wir jetzt da einen Effekt. Ich glaube, der macht ihn stärker. Ich weiß es aber nicht. Und ja, das war der Kurpeko. Hat nicht sehr viele Leben. Wir können uns mal kurz seine Stats angucken. Hat auf Level 9 630 Leben. Das ist nicht gerade sehr viel. Also der ist das schwächste Monster, was gerade in dem Mod existiert. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch schon zu dem zweiten Typen jetzt. Ja. Ja, kannst du. Das einzige Problem ist, dass der einen nicht runterlassen will, dieser kleine Arsch. So, dann als nächstes gibt's dieses hübsche Ungetüm. Der sieht meiner Meinung nach ziemlich geil aus. Nur das Gesicht sieht ein bisschen komisch aus. So ein bisschen, ja. Aber das hier ist der Baryov. Den gibt's auch in Monster Hunter natürlich, so wie er hier jetzt ist. Nur in Monster Hunter hat er, glaube ich, nicht so viel Pelz. Also so ein Pelz, aber... Ich meine, egal, sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Der hat hier hinten dann noch so einen komischen Krallenschwanz-Ding. Sieht recht geil aus. Und mal reiten. Der ist auch ein größerer. Ein Monster Hunter lebt ja in einem Schneegebiet, aber ich wollte jetzt nicht zu einem Schneegebiet dingsen. Und Alter,
Das Rennen ist ja mal richtig geil. Das haben die auf jeden Fall ziemlich gut gemacht, weil so rennt er auch in Monster Hunter. Das sieht übelst nice aus. Ist bis jetzt einer der coolsten Rennarten, finde ich. Der ist ziemlich schnell. Was kann er denn für Attacken? Er kann einmal einen Schwanzschlag. Einen Schweifschlag. Wo dann Eis kommt. Ich glaube, als zweite Attacke kann er... Okay, das Brüllen müssen wir uns nochmal angucken. Ja. In Monster Hunter kann man sich, glaube ich, eine Waffe aus seinen Zähnen bauen. So zwei kleine Säbel oder sowas. Aber das war sein Brüllen und er kann auch eine Attacke auf C. Achso, dazu sollte ich mal Players Only ausmachen. Der kann da, glaube ich... Oh, nein, falsch. Das da. Egal, dann hören wir nochmal sein Brüllen. Und ich glaube, hier kann er einen Eisstrahl spucken. Alter. Sieht ja auch richtig geil aus. Kann ich damit den Raptor töten? Und das Rennen, das sieht so geil aus. So, Raptor, geh sterben. Oh nein, ich drücke mal das Falsche. Aber ich glaube, so kann ich besser zielen. Oh Mist. Der Raptor kämpft gerade gegen Kompis. Habe ich den Raptor getötet? Nein. Kann ich den hier töten? Wie viel Schaden macht es? Ziemlich viel Schaden. Oder nicht so viel Schaden. Aber ich töte jetzt alle. Und alle sind tot. Ja, und... Ach ja, ich habe was ganz vergessen. Er kann ja auch noch fliegen. Stimmt. Das ist ja auch noch ein Vorteil. Die Musik. Ist die Musik irgendwie laut? Muss gucken. Nein. Die Musik sollte nicht allzu laut sein. Aber ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt den Spino angreifen. Kann auch im Flug spucken. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja schon gesagt, die neuen Monster sind nicht so übelst ausgeprägt. Aber ja, geh sterben, Spino. Oh. Ein Barioff gegen ein Spino. Ja, geh sterben. Ach, scheiß Pulmiulmimulli. Geh einfach weg. Hier seht ihr noch seine Fluganimation. Ist jetzt auch nicht so ausgeprägt. Flügel und Schwanz halt. Ja, das war auf jeden Fall der Barioff. Der ist auch ziemlich cool, finde ich. Haben sie gut hinbekommen. Komm da nicht runter. So, jetzt. Und jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar zum Borgul. Ja. Nee. Bogul. Einfach nur Bogul. Was steht da? Achso. Kuro Brawl. Was? Egal. Das ist auf jeden Fall der... warte, bevor wir zum Gobul kommen. Müssen wir uns noch seine Stats angucken hier von dem lieben Barioff. Seine Stats sind auf Level 9. 6650 Leben. 137% Angriffsschaden. Und ja. Der ist damit schon einiges stärker als der liebe Guapeco hier. Und nun kommen wir zum Gobul oder ein Gobul. Ich spreche schon richtig aus. Das ist so eine Art Anglerfisch. Warte, ich kann ihn noch mal von oben zeigen. Eine Art Anglerfisch ist das da. Ja, sieht auf jeden Fall schon ziemlich nice aus. Hier kann man noch mal in seinen Mund reingucken. Da hinten sind noch mal Zähne, glaube ich. Ne, da kann man durch ihn durchgucken. Ja, sieht auf jeden Fall recht cool aus. Und ich würde sagen, ich reite ihn jetzt auch einfach mal. Der ist erstaunlicherweise ziemlich, ziemlich groß. In Monster Hunters ist er, glaube ich, nicht so groß wie hier, weil ich glaube, der ist in Monster Hunters ein bisschen kleiner als der Barioff. Aber das ist mal wieder eher ein Seemonster. Also als erste Attacke kann er beißen. Das Beißen sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Damit rutscht er auch immer ein bisschen nach vorne. Was kann er denn auf Rechtsklick? Ah, ein Schwanzschlag. Auch. Das ist anscheinend seine Hinterattacke. Und was kann er denn so auf C? Ja, 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 ja. Ah, da kann er anscheinend eine Attacke nach oben. Ist schon recht nice. Kann er noch eine Attacke auf X? Nein. Kann er noch eine auf O? Nein. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns einfach mal ins Wasser mit ihm. Und die Laufgeräusche sind bei mir ziemlich laut, wenn er ins Wasser geht. Aber im Wasser ist er schon um einiges schneller.
Und ich will mal gucken, ob er in Wasser andere attacken kann. Also, hier seht ihr es. Ah, im Wasser ist seine Attackenanimation auch anders. Und er schwimmt natürlich auch anders. Hier ist seine Attacke. Damit zerfleischt er anscheinend gut Fische. Was kann er denn noch? Das sind Mega-Piranha. Die Attacke ist richtig nice. Die ist richtig geil. Komm, guck mal, wie schnell der hier ist. Können wir den Megalodon damit töten mit der Attacke? Achso, ich weiß, was die Attacke macht. Die hat denselben Effekt wie die Quallen. Dass das Tier dafür einige Sekunden stehen bleibt. Okay, für ganz wenige Sekunden. Und kann er im Wasser auch noch was auf C. Achso, das ist genau das gleiche. Okay, C und Rechtsklick sind unter Wasser das gleiche. Ist schon recht nice. Kann der gegen die Quallen ankommen? Gut. Ja. Ich würde sagen schon. Geht sterben. Und der zerfleischt dabei auch gleich Sachen. Hier seht ihr es. Natürliches Gift. Und deine Stats sind auf Level 15. 2800 Leben. Da ist ein Hai. Da sind zwei Haie. Kann man damit auch gut fertig machen. Okay, die Stacheln haben doch nicht den Effekt. Das sah nur bei dem ersten Megalodon so aus. Los, go. Macht die, macht der Dings. Die normale Attacke mehr Schaden? Ja, die macht, glaube ich, mehr Schaden. Aber die andere ist Flächenangriff sozusagen. Okay, ich schwimme mal weg. Wie schon gesagt, er ist ziemlich schnell im Wasser, aber dafür sehr langsam auf Land. Und in Monster Hunters kann er sich eigentlich auch noch vergraben im Schlamm und sowas und dann rauskommen. Aber ja, ich habe anscheinend ziemlich viel Leben verloren mit dem. Oh, ja, habe ich. Und sind seine Attacken auf Land auch stark. Mann, der ist so lahm auf Land. Also falls ihr mit so Monster Hunter Mod auf einem Server spielt oder so, dann solltet ihr den nur für Unterwasser Raids nehmen oder so. Aha. Schön. Ich habe eine Shotgun. Hier, du hast es fein gemacht, dafür kriegst du eins ins Gesicht. Oh, der Sound ist laut. Der Sound ist laut, wollte ich sagen. Aber ja, eigentlich war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ist mal wieder kurz geworden, genauso wie mit dem Lagiacrus und dem Uragan. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich glaube, ich lass mal kämpfen. So Leute, und da bin ich wieder und jetzt sind wir auf der Jagd. Und ich habe mir vorgenommen, diese zwei Mammuts oder das dritte auch da hinten und den T-Rex zu töten. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt mit jeder Kreatur eins töten. Ein paar Sachen. Von mir aus auch noch den Argentavis. Mann, wo schießt das Ding denn hin? Geh hier hin. T-Rex ist schon mal tot. Jetzt der Ankylo noch. Er will mich anscheinend auch noch angreifen. Und dieser Bluteneffekt. Sie bluten schon wieder aus ihren Säcken. Leider kann der in der Luft nicht angreifen. Ey, yo. Schuss. Ey, schieß Eis. Oh, die Attacke ist so geil. Töten. Ach komm, töte ihn. Töte ihn. Was ich an dem hier irgendwie komisch finde, der kann keine Attacke mit seinen Zähnen. Also in Monster haben das natürlich schon, aber hier nicht. So, und jetzt töte ich noch die Mammuts. Wenn dann in Monster Hunters greift er auch, oder frisst er Dings. Wie heißt der Typ jetzt hier nochmal? Baryov auch so Mammut-ähnliche Dinger. Die heißen, glaube ich, Popo. Ja. Mal angreifen. Nochmal. Weg. Ich muss weg. Und wieder umdrehen und schießen. Sterbt, Mammut, sterbt. Neben mir steht gerade der Ben. Hinüß! Das ist eigentlich immer das, was der Ben sagen will. Wie schlecht ist der? Der kann nichts machen. Der ist ja so schlecht, wie langsam tötet er den Mammut. Ja, Monster Hunter, die Viecher aus Monster Hunter Mod, die sind halt nicht zu OP. Das finde ich eigentlich auch recht gut. Muss. So gut, Leute, dann haben wir jetzt mit dem
Darius schon mal Sachen besiegt. Als nächstes besiege ich mit dem Gobul, würde ich mal sagen, was. Und da eignet sich schon dieser Platz hier gut. Ich lasse den hier einfach mal majestätisch hier oben drauf rumgammeln. Und dann gehe ich runter und hole mir einen Gobul. Und dann sehen wir uns gleich. So Leute, ich habe mir jetzt hier einen Gobul geholt und bin hier auf den Eisschollen. Und werde jetzt erstes mal den Megalodon da unten töten. Und ich habe mir vorgenommen, entweder 4 oder 5 Megalodons zu töten oder einen Mosa. Und ja, mal gucken, ob ich einen Mosa schaffe. Erstmal gehe ich hier ins Wasser. Lässt sich ja total schlecht steuern. Aber hier sind schon mal ein paar Megalodons. Komm her, Megalodon. Kommt her, Megalodons. Ich mache hier Platz. Da sind ja schon 4 Megalodons. Brauche ich nur noch die töten, falls ich das schaffe. Weil der Gobul hat auch nicht allzu viel Leben. Ich glaube, ich schaffe es ja nicht. Meine Monster Hunters könnte der die einfach fressen, wenn er so Haie wären, weil der kann in Monster Hunters ziemlich viele Sachen fressen, die auch teilweise fast so groß sind wie er selbst. Ich meine, sowas kann halt auch ein Anglerfisch. Da, Qualle, komm her, ich töte dich. Ja. Dann würde ich sagen, ich hasse. Warum kann ich mich nicht bewegen? Habe ich noch den Effekt oder was? Ich glaube, dann hätte ich es mit dem Gobul auch geschafft, oder? Ja, wie viel Leben habe ich noch? Nur noch ganz wenig. Ich habe noch 176. Aber ja, ich will mal kurz... Alter. Hey, geil. Der Gobul kann springen. Das kann sonst kein Viechchen arg, was im Wasser ist. Hey, cool. Ist ja richtig geil. Da könnt ihr so aus dem Wasser übelst hochspringen. Da könnt ihr auf Schiffe von anderen Leuten auf Servern draufspringen. Ist ja richtig geil. Ist, glaube ich, das ist das erste Viechchen Ark, was im Wasser lebt und trotzdem rausspringen kann. Da sind noch ein paar Ichtis. Mal umbringen. Ja, hey, ich bin da. Kennt mich nicht. Nee. Aber wahrscheinlich ist es so bei diesem Gorbul oder wie er heißt. Weil der ist ja nicht gerade stark, aber dafür kann er halt springen. Außer halt jemand. Nein, er ist tot. Ja, und jetzt mache ich mit dem Dings. Wie heißt der nochmal? Guapeco noch was. So Leute, ich habe mir jetzt einen Guapeco geholt und ich werde mit einem Guapeco versuchen, 3 oder 4 Triceratops zu töten. Warum liegt hier ein toter Ichti am Strand? Na egal, da hast schon mal der erste. Das ist cool, die Attacke, dadurch werden die in Brand gesetzt. Und der Guapeco macht damit auch Gegenstände kaputt mit der Attacke. Hallo, immer sterben. Ja, ich mache mir jetzt noch kurz meinen Bonus an. Verbraucht der so viel Dings? Oh mein Gott. Alter, der verbraucht übelst viel Stamina. Der heißt Guru Brawl Boost. Ist aktiviert. Also, der heißt Guru Brawl Boost. Gut, dann suche ich hier jetzt noch ein paar andere Trizes. Triceratops, geh sterben. Warum willst du unbedingt? Ich glaube, ihr habt den Ben nicht gehört, aber der Ben... hat mich gerade gefragt, warum ich unbedingt Triceratops töten will. Keine Ahnung, weil da halt am Anfang gerade einer rumstand und es sich so praktisch erwiesen hat. Und weil der Guapeco auch sonst schwach ist. Ich glaube, der könnte sich mit nicht einem T-Rex anlegen oder so. Naja, obwohl, der macht Feuerschaden. Also, man könnte ihn anzünden, wegfliegen, wieder hinfliegen, anzünden, wieder wegfliegen. Ist ja aber ziemlich memmig. Und ich bin nicht memmig. Ich bin Guapeco und Guapecos sind nie memmig. Aber ich finde irgendwie nichts und die Quallen sehen schön aus. So, schön. Habe ich da hinten gerade einen Trize gesehen? Ah, guckt euch mal die Quallen an, die sehen halt wirklich schön aus. Sie sehen so aus wie so blaue Aliens, die aus der Dunkelheit emporsteigen. Da hinten ist noch ein Trize. Ich muss ihn töten. Und der schnellste im Fliegen ist er auch nicht. Mit dem dauert es relativ lang. Aber ich würde sagen, ich töte auch nur noch den Trize und dann reicht es auch schon mit der Folge. Ich meine, die Folge müsste ja nicht immer so übelst lang sein. Jetzt töte ihn. Töte ihn. Ich darf nicht zu weit ins Wasser. Sonst steige ich automatisch ab.
Hier. Wir sterben. Welches Level ist der? Keine Ahnung, aber er ist schon blutig. Ja, der war Level 3. Ja, damit hätte ich, glaube ich, auch schon mal... Ja, damit hätte ich es, glaube ich, auch geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Guck mal den Kopf an. Nein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder bei Ark Dino Battles oder bei irgendeinem Random Game oder bei Ark Mod Testen. Bis dann. Vergesst nicht zu abonnieren. Gebt ein Like auf die Folge, falls sie euch gefallen hat. Und ciao.